Herzlich willkommen zu unserem Kolloquium Praxen und Praktiken des Erziehens. Ich begrüße Sie herzlich und ich begrüße ganz herzlich Martin Giese. Erzähle ich gleich noch was dazu. Wir haben also im Rahmen unseres Kolloquiums jetzt den Punkt gefunden, wo wir gegebenenfalls nicht nur über einzelne Praxen allgemeinpädagogisch diskutieren, sondern eben auch jetzt fachdidaktisch oder allgemeindidaktisch, könnte man sagen. Und wir beginnen das jetzt nun sozusagen in spezifischere Praktiken zu übersetzen, wobei wir jetzt schon sehen, dass hier eigentlich also zwar der Sportunterricht drin ist, aber natürlich eine erzieherische Praxis adressiert wird, ne, mimetisches Vormachen. Ich erzähle kurz was zu Martin Giese. Erstmal herzlich willkommen. Freue mich, dass du da bist. Martin Giese ist im Moment Professor für Sportpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Und er war vorher hier bei uns an der HU, Privatdozent am Institut für Rehabilitationswissenschaften an der HU, hat sich hier auch habilitiert. Und war vorher an der Deutschen Blindenstudienanstalt BLISTA in Marburg und dann eben auch 2 Jahre Gastprofessor hier an der Humboldt-Universität, vorher aber Lehrer an unterschiedlichen Gymnasien und Förderschulen. Und seine sozusagen Besonderheit ist die Schnittstelle zwischen Sportpädagogik und Inklusion, insbesondere hier. Also Arbeit mit Sehbehinderten, mit Blindheit und Sport. Und man kann jetzt also schon das Besondere sehen, wenn man sich das anguckt. Also Blindheit und Sehbehinderung. Wie kann man eigentlich jemandem etwas vormachen, der nichts sieht? Ist das Zeigen, was wir hier auch schon diskutiert haben, eigentlich nur adressiert an Leute, die sehen können, was man zeigt, oder geht das auch anders? Und wenn ja, wie? Das finde ich eine sehr, sehr interessante Fragestellung, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Martin Giese ist aber also in diesem sozusagen im Querschnitt zwischen Inklusion, Sport und Sportunterricht unterwegs. Er verfolgt dabei eine bildungstheoretische und auch leibtheoretische Fundierung des Sportunterrichts. Und bildungstheoretisch und in der bildungstheoretischen Perspektive haben wir beide auch schon mehrfach zusammengearbeitet und in verschiedenen Organen Artikel publiziert zum Thema Üben, Üben im Sportunterricht unter einer bildungstheoretischen Perspektive, die eben jetzt sozusagen sportpädagogische Perspektiven aufnimmt, aber eine rein trainingswissenschaftliche Perspektive verlässt. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen nochmals und wir sind sehr gespannt. Vielen Dank, Walter. Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mein letzter dienstlicher Akt in diesem Jahr. Also von daher, wie könnte das Jahr besser zu Ende gehen als an der HU? Ich sage das lieber, bevor ich jetzt anfange. Wer weiß, wie es gleich wird. Genau, von daher freue ich mich sehr. Ja, ich möchte es auch noch mal einen Satz noch mal unterstreichen. Ich habe mich hier an der HU in Rehabilitationswissenschaften habilitiert, bin aber promoviert in Sportpädagogik. Das ist ja für so akademische Lebenswege doch sehr untypisch, dass man da so, das sind doch zwei völlig getrennte Fächer eigentlich in den Disziplinen. Genau, und das macht aber, finde ich, also diese formale Besonderheit macht aber, zeigt auch innerlich ganz gut, wo so meine Interessen und auch meine Schwerpunkte liegen. Ja, ich starte jetzt, würde jetzt innerlich starten. Es ist schon so gedacht, dass Sie jederzeit auch einhaken können und sollen. Ja, also bei jedem beliebigen Punkt, der Sie da irgendwie interessiert, wenn Sie über irgendwas stolpern, dass wir da in die Diskussion kommen. Das Thema hat Malte Brinkmann gerade schon, finde ich, sehr klar beschrieben. Ne? Zeigen unter der Bedingung, dass die Leute das gar nicht sehen, was gezeigt wird. So, ne? So ganz grob auf einen Satz gebracht, ist das so das Phänomen, um das jetzt hier gehen soll. Und ich steige jetzt erstmal ein mit einem Video, einem Kurzvideo, das sind gleich so 20 Sekunden,
Und vielleicht können wir einmal ganz kurz einsteigen mit dem, was Sie da sehen. Dass Sie das mal kurz beschreiben und dann würde ich das versuchen einzuordnen und über diese Einordnung ein Thema dann auch ein bisschen weiter zu entwickeln. Die vordere Person ist eine blinde Schülerin aus einer 9. Klasse. Und das dahinter ist eine Sportstudentin, die bei dieser Skifreizeit, einem also einer Pflichtsportfahrt, mitfährt. Genau. Also wenn ich das versuche, mal so ein bisschen zu verorten, dann ist das ist Schulsport, ja, das ist 9. Klasse, Wintersportprojekt. Das ist von der Bildungseinrichtung, wo ich auch, Malte Brinkmann ja gerade gesagt, selber gearbeitet hat, von dieser Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg. Und es geht hier um die Vermittlung, ne, von motorischen Fertigkeiten. Also es geht darum, wie man das mit Schneepflug, ne, das ist vielleicht bekannt, so, ne? Das wird auf Pizza genannt, die darum, einen Hang kontrolliert runterzufahren. Das ist eine öffentliche Piste im Bayerischen Wald, eine blaue öffentliche Piste, die auch ganz normal, regulär da befahren wird, auch von Touristen, die da vor Ort sind. Das ganze Projekt findet ausschließlich mit Sehbehinderten, hochgradig Sehbehinderten oder blinden Schülerinnen statt. Die Schülerin ist blind, die man hier gesehen hat. Und was man noch dazu sagen sollte, ist, dass diese Schülerinnen und Schüler, die besuchen alle ein Gymnasium für blinde und sehbehinderte Menschen. Das ist insofern nochmal wichtig, weil wenn es um die Frage geht, wer wird da eigentlich adressiert, dann werden hier auch schon Leute adressiert, die intellektuell fit sind, die Gymnasiasten sind und die auch keine zusätzlichen Behinderungen haben, also keine geistigen Behinderungen, keine Lernbehinderungen, sondern das ist alles so ein bisschen flapsig, würde man so in einem Förderschwerpunkt sagen, wir haben nur den Förderschwerpunkt 10 auf Schule bezogen jetzt. Und höchstens, möglicherweise noch eine Hörbehinderung, das aber in dem Fall jetzt nicht. Oder manchmal gibt es auch Leute, die so Verhaltensbehinderungen haben. Aber es gibt hier keine körperlichen Behinderungen, keine körperlichen oder geistigen Behinderungen. Und in Anlehnung an die Texte, die ich jetzt auch nochmal mir angeschaut habe, und auch zur Verortung ist das, was ich jetzt hier vorstellen möchte, würde ich so nach meinem Lesart schon in so eine operative Perspektive verorten, ne? Auf eine Praxeologie oder auf unterrichtliche Praxen. Ist das soweit erstmal nachvollziehbar? Sie haken einfach ein, wenn es so zu fragen gibt. Ne? Das wäre jetzt das Setting. Und jetzt möchte ich dieses Setting so aus verschiedenen Perspektiven mal so antippen, dass es so ein paar Rahmungen bekommt. Die sind jetzt noch nicht erziehungswissenschaftlich, sondern erstmal ganz knapp so. Auch so eine Folie mal hierzu, Blindheit und Sehbehinderung. Das ist im Deutschen sozialrechtlich klassifiziert, die Messungen. Na, was heißt das eigentlich? Das heißt, dass viele hier im Raum tragen eine Brille. Ich würde auch sonst eine tragen. Diese Kinder sind natürlich haben eine Sehbehinderung. Das heißt, nach optimaler Korrektur haben die immer noch eine massive Seheinschränkung. Während ja hier alle im Raum wahrscheinlich mit ihrer Brille dann auf ein Vises 100% kommen, auf 1, also Vises von 1 kommen und die Standardtests vom Augenarzt, bei der Augenärztin durchführen können, ist bei Sehbehinderung zu beachten, dass auf dem besseren Auge nach optimaler Korrektur und bei optimalen Testbedingungen trotzdem noch eine Sehbehinderung vorliegt. Und vielleicht so als Mini-Info, das messen wir in Deutschland mit dem zentralen Fernvisus und das bedeutet, vorletzter Punkt so, es gibt normale Entfernungen, das kann zum Beispiel 1 Meter sein, und dann sieht man, dass der Großteil der Bevölkerung ein Sehzeichen, die kennen sie alle von diesen Augenarzttests, Buchstaben, Zahlen, Kreise, wo man sagen muss, wo die Öffnungen sind. Bei Kindern dann irgendwelche Symbole, also das sind so Sehzeichen, und die würde der Durchschnitt der Bevölkerung auf 1 Meter sehen. Und das wäre dann Vises 1, das wird einfach so festgelegt. Und wenn jetzt jemand 30 cm rangehen muss, um dieses Sehzeichen zu sehen, dann würde man sagen, der hat ein Vises von 0,3. So simpel ist das erstmal grundsätzlich. Und das ist halt klassifiziert und mit einem Vises von 0,3 gilt man in Deutschland als sehbehindert.
Wenn man jetzt das, was der Durchschnittsbürger in Deutschland, Bürgerin aus 1 Meter kennt, erst aus 2 Zentimeter oder aus 5 Zentimeter kennt, gilt man in Deutschland als hochgradig sehbehindert. Wenn man das erst aus 2 Zentimeter kennt, gilt man als blind. Und das, was ich heute erzähle, betrifft aber die sozialrechtliche Klassifikation blind. Also darum geht es jetzt nochmal so ein bisschen. Ja, also sie haken ein, ne, wenn es dazu Kommentare gibt. Das nur mal so, um das so ein bisschen, dieses Feld so ein bisschen mal zu umreißen. Zur theoretischen Verortung. Es geht mir nachher gleich darum, dass ich versuche, aus einer fachdidaktischen Perspektive mal zu zeigen, wieso dieser Unterricht eigentlich so aussehen kann, wie es da gesehen wurde, was eigentlich da was der Unterricht ist, was da passiert ist vorher und was für Konzepte da eigentlich greifen. Und diese Konzepte, so zur theoretischen Verortung aus der Sportpädagogik, die sind verortet in, ich würde das sowas eine leibanthropologische Sportpädagogik nennen, die auf den Erfahrungsbegriff rekurriert. Kann ich dir eigentlich auch gleich noch ein bisschen im Detail was zu sagen auch, aber erstmal so als Setzung. Die theoretische Basis, mit der jetzt viele in der Sportpädagogik oder in diesen Ansätzen innerhalb der Sportpädagogik gearbeitet wird, da gibt es eine sehr starke Tradition, die fußt auf den Arbeiten von Ernst Cassirer. Da hatten wir ja zwar ja auch schon immer wieder mal so Diskussionen drum, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der da recht prominent ist. Also nicht in der Sportpädagogik als Ganzes, also nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Ja, das ist innerhalb der Sportpädagogik Nischendiskurs. Aber innerhalb dieses Nischendiskurses ist das eine zentrale Verweisstellung. Und die Idee ist ja, dass der Mensch als ein gestaltendes Ausdruckswesen verstanden wird. Und so die darunter zu fahren in einer bestimmten Ausformung, in einer bestimmten Kulturtechnik, in einer sportlichen Technik, wäre hier also Ausdruck eines, eine kulturelle, eine symbolische Ausdrucksform. Im Sinne von Kassierer. Und das runterfahren würde man dann in diesem Kontext als Kultur auch verstehen. Das wird ja als Kultur, als eine kulturelle Tätigkeit modelliert. Wichtig daran ist so, dass ich weiß nicht, wie weit die Kassiererdiskurse hier so bekannt sind, aber vielleicht ein Begriff in dem Kontext, dass so diese produktive Einbildungskraft, die verweist auf dieses Moment des Poietischen. Und damit ist halt gemeint, dass die Erfahrung hier als ein Prozess verstanden wird, in der so also das Schwemmer ist da auch ein Bezugsautor, der war auch hier in Berlin, oder? Der Schwemmer, auch Ja, so Schwemmer, ne? Also klar. der Schwemmer hat da auch so Sekundärforschung gemacht, die auch da viel bemüht wird in diesem Kontext. Und da ist die Idee, dass die Erfahrung, also ein selbstbezüglicher, autopoietischer Ausdrucksprozess ist und der auch als Bildungsprozess verstanden wird, insofern, indem damit die Person-Umwelt-Beziehung so verändert wird, dass die Person sich danach anders in der Umwelt verhalten als vorher, dauerhaft anders. Und das wäre als runtergebrochen, also mir geht es ja darum, das jetzt auch wirklich mal konkret runterzubringen auf eine praxeologische Perspektive, wäre hier die Idee, naja, ganz platt runtergebrochen, der kann auf einmal einen Hang anders runterfahren als vorher. Vielleicht auch nach sportlichen Maßstäben kontrollierter. Schneller, sicherer, wie auch immer. Also, aber auf jeden Fall anders als vorher. Weil er in der Person-Umwelt-Situation irgendwelche Dinge, auf diese Person auf Dinge aufmerksam geworden ist, die ihm eine bessere Steuerung der Eigenbewegung unter Umweltbedingungen halt erlaubt und damit Techniken erlernt hat, diese Person vorher nicht verfügt hat. So ist das hier gedacht. Und von so einer theoretischen Perspektive ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass dieser autopoietische Bildungsbegriff, wie er in dieser Theorie-Kontexten hier genannt wird, dass das keine reproduktiven Prozesse sind, sondern dass diese mimetischen, also das ist auch der Begriff der Mimesis, der wird da durchaus auch verwendet, auch soziale Mimesis, der wird aber gedacht als was Produktiv-Kreatives, explizit. Also das ist nicht gedacht als ein eklektischer Prozess, wo man modelliert, dass man dieselben, also auch wenn vielleicht äußerlich die Bewegung gleich aussieht, ist es in dem Modellkontext schon so gedacht, dass es nicht dasselbe ist. Also, sondern dass hier auch die Mimesis als ein kreativ-produktiver Akt verstanden werden muss. Offene Fragen, die dann in diesen Diskursen diskutiert werden, wäre zum Beispiel so ein Verhältnis von Mimesis und Poietik.
Das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausdeklinieren. Da können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf kommen, auf so Fragen. Mir geht es jetzt erstmal darum, zu zeigen, wie wir sowas dann fachdidaktisch wenden in dieser spezifischen Zielgruppe. So, also das mal so zur Verortung. Und ich weiß, dass Sie hier auch teilweise in anderen Theoriekontexten und andere Basistheorien verwenden. Mitbringen möchte ich ja so aus meiner Perspektive, wie wird es eigentlich in diesem Bereich der Sportpädagogik diskutiert? Und da wird es so diskutiert, in diesen Theoriekonzepten. So, das wäre jetzt die zweite Perspektive. Also die eine Perspektive ist so kurzes Schlaglicht auf Blindheit und Sehbehinderung, dass wir da so einen Mini-Rahmen haben. Das wäre jetzt eine Folie dazu, wie sowas theoretisch modelliert und konzeptualisiert wird. Und jetzt möchte ich schon kommen auf so spezifische Herausforderungen. Und da würde ich jetzt erst nochmal gerne fragen, was sind denn für Sie, wenn Sie jetzt dieses erste Video, wir haben es jetzt zweimal gesehen, was sind denn da so für typische Probleme, die gelöst werden müssen, nach Ihrer Wahrnehmung so, wenn Sie wissen, dass die vordere Person blind ist? Was ist da spezifisch? Das wird typischerweise so gemacht in diesen Settings, dass dass ein Kommando gegeben wird, was den Kurvenradius sozusagen modelliert. Das geht dann typischerweise so und links und dann fährt man eine Linkskurve. Das ist ein anderes Kommando als und rechts und links. Und mit dieser Modulation der Stimme werden noch Schwungmerkmale des Schwungs transportiert. Und das wird natürlich ausgehandelt oder besprochen und vorher, das passiert natürlich jetzt nicht in Echtzeit auf der Piste, sondern das wird angebahnt, das wird vorher besprochen und dass man da auf eine gemeinsame Vokabelschatz sozusagen kommt, der aber motorisch mitkodiert wird. Ne? Also. Und das passiert zum Beispiel da. Was für Probleme, wenn wir jetzt mal stärker so Unterricht in den Blick nehmen, was für spezifische Probleme, die aus der Blindheit ja auch erwachsen, würden Sie da noch antizipieren, auch aus der Perspektive der Lernenden? Es gibt ja auch dieses, ich glaube, das ist auch von Neuwegen, ne? Dieses schöne Beispiel mit dem Gleichgewicht halten auf Fahrradfahren. Dafür gibt es eine biomechanische Regel, die können Physiker aufschreiben, nur Menschen lernen halt nicht so. Das wäre ein zweites Beispiel für so einen Kategorienfehler, dass man aus der Physik-biomechanischen Gewissheit über motorische Prozesse glaubt, daraus Elemente des Lernens gewinnen zu können. Ich zeige mir jetzt mal in der nächsten Folie die spezifischen Herausforderungen, wie ich die aufdröseln würde. Und da gibt es zwei. Das eine ist vielleicht so das Offensichtlichste, möglicherweise die Orientierungsproblematik. Also, woher weiß denn diese Person, wo das Lifthäuschen ist, ob da ein Snowboarder wieder mal auf dem Weg liegt oder jemand gestürzt ist und das nicht da reinfährt. Also, das ist so etwas so ganz, ganz Praktisches. Orientierung. Und da wird in diesen Ansätzen immer wieder betont, dass Räume halt bedeutungshaltige Bewegungsräume sind. Und die können nur in der Bewegung und über Erfahrung entwickelt werden. Das heißt, ganz konkret in der fachdidaktischen Perspektive, wenn wir mit diesen Schülerinnen anfangen, Skiunterricht zu machen, dann beginnen wir unten. Das heißt, man steht unten und geht mit den Skiern nach fünf so Seitschritte nach oben und macht dann die ersten Bewegungen. Dann hat man sich den Raum nach oben erschlossen. Das ist für eine blinde Person sehr schwierig. Es gibt immer welche, die alles können, das jetzt im Durchschnitt. Typischerweise ist es für die sehr schwierig, wenn die in einen Lift gestellt werden. Und dann werden die irgendwie hochgefahren, das aber jetzt fahren wir mal da runter. Weil da haben die sich den Weg dazwischen überhaupt nicht erschließen können. Weil das Berghochfahren folgt einer ganz anderen mentalen Repräsentation als das Runterfahren. Und da hilft es auch nicht, denen zu sagen, die Piste hat jetzt 100 Meter. Das ist eine Angabe, die da genauso wenig hilfreich ist wie biomechanische Vektorenanalysen. Das ist alles gut. Nur fürs Lernen hilft es nicht. Und insofern müssen diese Räume erschlossen werden. Und das Schließen machen sehende Menschen halt in der Regel über ihren Visus und über ihre Bewegungserfahrung. Und dann wird vielleicht noch was zu erklärt, wie Sie das gerade vorhin gesagt haben. Aber da gibt es so einen alten Sportlehrerinnen-Sprichwort, das sagt, naja, im besten Fall lernen die Schülerinnen halt trotzdem, trotz der verbalen Beschreibung und so, ne, weil sie das dann für sich irgendwie umbedeuten. Ne, so. Ja, das.
So, also das ist eine, die Orientierungsproblematik. Und das zweite, da sind wir jetzt schon an dem, was wir gerade schon angefangen haben zu diskutieren. Das nennt sich in dieser Fachdidaktik so das Adressieren funktional stimmiger Bewegungsvorstellungen. Eine funktional stimmige Bewegungsvorstellung wäre die Idee davon, wie viel muss ich denn kanten, wenn ich jetzt eine Pizza mache? Pizza ist erstmal ein Begriff, der auch für blinde Menschen super ist, weil die werden Pizza alle kennen, in aller Regel. Zumindest diese Kinder, die Abiturienten und Gymnasiasten sind, ja. Das kann man, das habe ich das vorhin nochmal betont. Wenn wir jetzt vielleicht blinde Kinder mit einer schweren geistigen Behinderung haben, wird vielleicht auch sowas schon schwierig. In diesem Zugriff braucht es eine gewisse intellektuelle Skills, sonst wird das auch schwierig, auch sprachliche Skills. Und diese stimmigen Bewegungsvorstellungen, da geht es genau darum, ja, Pizza, ist Pizza so, ist das so, ist das so, ne? Wie viel ist das denn? Und, aber diese Unterschiede machen ja aus, ob der Stimmung gelingt. Und, aber was heißt enger und weiter? Das ist ja unbestimmt. Aber wenn ich Skifahren lernen möchte, dann ist das überhaupt nicht unbestimmt, sondern es gibt eine gewisse Flugstellung, die ist passend für die Schneebedingungen, für den Hang und für die Temperatur und welche. Und welche sind es nicht? Ich kann ja nicht mit der beliebigen Flugstellung fahren. Sondern es wird letztendlich nur eine funktionieren. Aus physikalischen Gründen. Ein anderes Beispiel ist der Kantwinkel des Skis. Wenn ich eine Kurve fahren möchte, also wenn das jetzt vom Fach Skispezifischen irgendwie zu abstrakt wird, bitte sofort einhaken, falls Sie sich das nicht gut vorstellen können. Dann sofort sagen, ja. Aber wenn ich mit dem Ski eine Kurve fahren will, muss ich den kanten. Und die sind so tailliert, die sind in der Mitte dünner als vorne und hinten. Und wenn ich so etwas kante, dann fährt dieses Ding eine Kurve. Es geht ja um den spezifischen Winkel und der spezifische Winkel ist abhängig von einem Dutzend Rahmenbedingungen. Ja. Das muss mein Körper wissen. Und der optimale Winkel, und es gibt nur einen optimalen Winkel eigentlich. Und wie gesagt, die Biomechaniker berechnen uns den. Wir sagen, unter einem Dutzend Rahmenbedingungen ist dieser Winkel der, den wir brauchen. Und es gibt Lehr-Lernkonzepte, die versuchen so zu arbeiten. Die geben das dann rein an die Lernenden. So, versucht dann Ski auf 13,5 Grad zu kanten. Ja, aber da würden wir aus pädagogischer Perspektive sagen, das ist nicht nur naiv, das ist unsinnig. Also die Frage ist natürlich, was wir mit Sprache adressieren und was unser lerntheoretisches Modell im Hintergrund ist. Ne? Versucht mal ganz kurz einen Übertrag auf ein anderes Beispiel, das vielleicht auch ein bisschen greifbarer ist. Tischtennis, alle schon mal gespielt, so, ne, denke ich mal. So, bei Tischtennis, typische Lernhinweise von Trainerinnen oder Lehrerinnen im Tischtennis ist zum Beispiel, der Ball wird zu weit gespielt, der Ball geht aus. Und dann wäre was für ein, ist jemand, der schon mal Tischtennis ein bisschen mehr gespielt hat, was wäre dann so ein typischer Hinweis aus einer Lehrerinnenperspektive? Da würde man zum Beispiel sagen können, mach mal den Schläger mehr zu. So, ne, das kennen Sie vielleicht, also mehr Schläger, so ein bisschen mehr. Und wenn ich dann die anderen Bedingungen so halbwegs gleichmäßig halte und der Ball gleich fest kommt, es gibt auch da wieder Dutzende Rahmenbedingungen, ja, dann wird er weniger weit fliegen. Aber das ist ja auch wieder dasselbe. Was heißt denn jetzt, mach mal ein bisschen mehr zu? Sind das jetzt 10 Grad, 5 Grad, 1 Grad? Aber das ist ja das, was es zu lernen gibt. Und das lässt sich sprachlich nicht erstmal fassen. Auch wenn wir den optimalen Winkel wissen, also in aller Regel wissen wir ihn ja gar nicht, aber selbst wenn wir ihn wüssten und den nennen könnten, ist es immer noch eine schwierige Information, die wenig handlungswirksam erstmal ist. Von daher versuchen wir in diesen Ansätzen in der Sportpädagogik eher darüber zu gehen, dass wir Effekte ansteuern. Also in dieser Theorieschule wäre dann die Konsequenz daraus, wir müssen sagen, versucht mal kürzer zu spielen. Oder versucht den Ball weniger hoch zu spielen oder sowas, sondern dass man einen Effekt ansteuert, intendiert bei den Lernenden und dann aber den Modus, wie das erreicht wird, mehr oder weniger offen lässt. Also so eine Effektkontrolle, Effektsteuerung. Ja, ich komme jetzt, möchte erstmal, ja, vielleicht noch ein Beispiel dazu, zu den Vorerfahrungen, was wir gerade hatten, eine Anekdote dazu, die mir gerade noch zu dem Flug einfällt und zu der Frage, was Sie auch gerade nochmal angemerkt haben, was adressieren wir denn eigentlich sprachlich? In diesem Skiprojekt hatten wir einmal das Phänomen, dass vor dieser Skifreizeit die Schülerinnen am Ende der 8. Klasse typischerweise eine Hofexkursion auf einen Bauernhof gemacht haben. Und da lernen dann die blinden Schülerinnen auch einmal so große Bauergeräte für Landwirtschaft kennen, zum Beispiel einen Pflug. Und diese Pflüge in der Landwirtschaft, die großen, das sind ja diese Pflugscharen so hintereinander gesetzt. So, ne?
Und da gab es immer wieder die Problematik, dass dann sprachlich gesagt wurde, so, wir machen ein Pflugfahren beim Ski, ne? Da ist ein anderer Pflug gemeint, nämlich ne, der Schneepflug. Und die wenigsten Blinden haben schon mal einen Schneepflug vorne ertastet oder so. Also es gibt alles, aber das ist jetzt nicht üblich. Das hat dann dazu geführt, dass die Schülerinnen mit dieser verbalen Anweisung halt die Skier auf einmal sehr eng beieinander hatten und so gehalten haben die Skier, ne? Und dann macht es halt wenig Sinn, darüber dann zu sagen, mach mal die Skispitzen weiter auseinander. Das kann ich sagen, aber deren ganze Mindset sozusagen ist ein anderes. Die haben eine ganz andere Verknüpfung in sich, weil die Vorerfahrungen, die ich adressiere, überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was ich aus einer biomechanisch-funktionalen Perspektive eigentlich gerne herstellen möchte. Also das ist jetzt nur anekdotisch so. Das sind so Probleme, die sich bei Sehenden nicht stellen, weil die schauen nicht einmal der Lehrkraft zu und dann ist eigentlich egal, was die redet, jetzt überspitzt formuliert, die haben ja gesehen, wie die Skier stehen, zumindest so irgendwie. Also zumindest stehen sie nicht so, das haben sie gesehen. Das hilft dann schon. Zu den fachdidaktischen Ansätzen. Ich denke, so die Problemfelder sind so ein bisschen benannt, denke ich. Ich möchte jetzt zwei Ansätze vorstellen, die in der fachdidaktischen Diskussion diskutiert werden und die versuchen, diese Probleme zu adressieren, die wir gerade auch so angedacht haben. Und der eine Ansatz, das wäre der läuft unter dem Begriff der Sinn- und Erfahrungsorientierung. Und der andere Ansatz läuft unter diesem Namen des metaphorischen Lernens. Die überlappen sich teilweise auch. Ne? Eine klare Grenze ist jetzt da, lässt sich da schwer ziehen. Aber das möchte ich jetzt versuchen, mal ein bisschen darzustellen. Ich fange mit dem Sinn- und Erfahrungsorientierten Ansatz an. Die Idee dahinter ist, dass sportliche Techniken sind Ausformungen zur Lösung, also zur optimalen Lösung von spezifischen motorischen Problemen. Das spezifische motorische Problem beim Skifahren ist, kontrollierten Hang runterzufahren. So könnte man das formulieren, ja. In authentischen Person-Umwelt-Kontexten. Authentisch würde bedeuten, dass ich schwimmen werde ich nicht lernen, um das Beispiel aufzugreifen, ohne Wasser. Ohne Wasser zu spüren, werde ich nicht schwimmen lernen. Ich kann darüber reden, aber ich werde nicht schwimmen lernen, ohne Wasser. Ich kann auch über Skifahren und über Schwunggestalten reden. Nur was mein Körper tun soll, was ich tun möchte, intentional auf so Skihang, werde ich dadurch nicht lernen können. Ich denke, das ist recht unstrittig. Die Idee ist hier aber, dass dieses Beziehungsgefüge, das muss den Unterricht tragen und nicht das Nachmachen äußerer Bewegungshüllen. Damit ist zum Beispiel gemeint, dass gerade im Sportunterricht wir häufig so äußere Bewegungshüllen lernen. Wenn Sie an Ihren eigenen, nehmen wir mal Leichtathletikunterricht in der Schule, an Ihren Schulsport denken, dann werden Sie wahrscheinlich alle auch Tiefstart und sowas gemacht haben und Tiefstart gelernt haben. So Sprinten, Tiefstart und Stab, nicht Stab, Hochsprung, Fastbodyflop vielleicht, dann wo man Rücken über die Stange fliegt. So. Das ist ein bisschen, tja. Besonders, vielleicht, ja, nennen wir es mal ein bisschen verrückt, weil hier an solchen Stellen dieser erste Punkt ausgehebelt wird. Für die meisten Schülerinnen ist der Tiefstart nicht die schnellste Variante von A nach B zu kommen. In dieser Logik wäre aber eine sportliche Technik dann optimal, wenn sie ein Bewegungsproblem, ein authentisches Bewegungsproblem optimal löst. Beim Sprint ist das jetzt recht simpel, da ist das Problem nicht, maximal schnell von A nach B zu kommen. Wie weit A und B jetzt ist, darüber kann man ja einmal reden, aber von A nach B komme ich so schnell ich halt kann. Das ist das Authentische, das ist das Problem. Und eine sportliche Technik wäre dann etwas, was mir hilft, dieses Problem, ob ich das jetzt für mich akzeptiere oder nicht, ist immer eine andere Frage, aber das ist das Problem, ein kulturelles Problem. Dann muss die sportliche Technik mir erlauben, das optimal zu lösen. Und der Tiefstart ist eigentlich nur dann eine optimale Lösung, wenn ich über gewisse motorische und konditionelle und Kraftskills verfüge und auch technische Dinge kann. Dann ist das schneller. Für einen Großteil der Schülerinnen ist das nicht die schnellste Lösung. Die laufen im Hochschulstart viel schneller von A nach B. Trotzdem lernen die das. Jetzt geht es nicht darum, dass das irgendwie illegitim ist oder sonst was. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das, was ich hier als Erstpunkt habe, das wird da aufgeweicht. In typischen Lernkontexten im Sport ist das, was wir da thematisieren im Unterricht und was wir lernen, nicht getragen von der Idee, dass hier etwas gelernt wird, was einer
was einer individuell optimalen Lösung genügt. Das ist überhaupt nicht so. So, wenn die Lerne eine äußere Form, die sich kulturell geprägt hat, für Spitzenathleten passt, aber noch lange nicht für Schülerinnen. So, und wenn wir jetzt aber unter diesen Bedingungen von Blindheit Dinge vermitteln möchten, dann können wir es uns nicht leisten, diesen Aspekt aufzulösen. So die These. Unterricht oder auch zeigen von mir aus und gewisse Sporttechniken vermitteln, wird nicht klappen, wenn ich diese Stellschraube ignoriere, wird das nicht klappen. Sondern ich muss es versuchen, es hinzukriegen, dass jederzeit klar ist, warum das, was ich jetzt hier lernen möchte, für ein Problem, das ich selber erkannt habe, auch eine Lösung sein kann. Vielleicht habe ich noch nicht für mich verstanden, dass es die individuell optimale ist. Aber ich muss verstehen, dass das eine Lösung ist. So, und daher kommen dann in der Fachdidaktik diese vier Punkte, die jetzt hier stehen. Aufgaben- und Problemorientierung. Das heißt, die Aufgabe wäre zum Beispiel, jetzt aufs Skifahren wieder bezogen, du bist jetzt hier 5 Schritte nach oben gelaufen, diesen Hang, und jetzt fährst du immer runter, ohne zu stürzen. Und genau, das wäre die Aufgabe. So, jetzt mal ganz, ganz vereinfacht gesagt, ganz runtergebrochen, ja. Die Aufgabe der Lehrenden wäre halt, eine Umwelt und Bedingungen zu schaffen, die das erlauben. Also zum Beispiel, dass vielleicht auf der anderen Seite wieder auch ein bisschen berghoch geht, dass man einen Auslauf hat. Auch das müssen blinde Schülerinnen da erstmal sich erschließen dürfen. Also die müssen da hingehen, auf die andere Seite mal hochgehen dürfen. Ja, dass alles, was bewegungsrelevant ist, die sich über erschlossen haben. Und auch verstehen, dass der Auslauf, wenn es drüben wieder vielleicht ein bisschen hoch geht, für sie eine Bremsfunktion ist. Da stecken eine ganze Menge intellektuelle Leistungen noch drin. Ne? Dass ich mir vorstellen kann, wenn ich so schnell werde, ist da unten keine Bundesstraße und ich werde totgefahren, sondern da unten ist gar nichts und es geht leicht berghoch und das bedeutet für mich, ich halte sowieso an. Ja? So, also das, und das Problem wäre halt, jetzt erstmal runterzufahren, ohne zu stürzen. Und wenn es jetzt aber konkrete Aufgaben gibt, zum Beispiel so machen einen Flug, dann wäre wichtig, dass die Schülerinnen verstanden haben, das muss der Unterricht transportieren, dass dieser Flug eine Hilfe ist, um eine Kurve zu fahren. Und die Kurve brauche ich, um nicht schneller zu werden. So. Und typischer Unterricht im Sport ignoriert das. Behaupte ich jetzt mal. Da wäre der Herangehensweise so, wir lernen heute, wir machen jetzt mal Sportunterricht, Badminton, und da gibt es einen Schlag, der heißt Clear, der sieht so aus, und jetzt lernen wir den alle. Ich zeige euch das mal. So über Kopf Clear sind diese hohen Bälle, die man so weit hinten in die Grundlinie schlägt und tippt man Badminton. Und da gibt es gewisse Beschleunigungswege, und ich stelle mich so hin, und die Lehrkraft macht das vor, zeigt das, und die Schülerinnen machen es nach. In dieser Logik wäre da die Kritik daran, dass nicht klar ist, für welches Spielproblem der Clear eigentlich eine Lösung ist. Der Clear gibt es ja nicht, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern der hat sich ausgeformt als eine optimale Lösung für ein spezifisches Problem. Was ist das spezifische Problem von so einem Clear, dem eine Idee? Wenn die anderen zu nah am Netz stehen, ja, kann ich hier natürlich... Genau. Eigentlich sind diese Probleme häufig sehr, sehr greifbar. Ne? Das ist ein Ball, der fliegt ganz hoch, ganz weit bis in die Grundlinie. Den kann man nicht schnell zurückschlagen, weil der ist 10 Meter über mir. Das heißt, damit schaffe ich mir Luft, damit dränge ich die Leute nach hinten, und das ist spieltaktisch ein Vorteil. Und wenn die da vorne sind und die Bälle so tief sind, dann zack, 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 könnt ihr den beschleunigen, wie irgendwo hinlegen, dass ich laufen muss. Deshalb gibt es den Clear. Die These hier wäre, ein Sportunterricht, der vor allem für blinde Menschen gedacht ist, der muss diesen Beziehungszusammenhang thematisieren. Der kann sich darauf beschränken, einfach nur eine Form vorzumachen und ihn nachmachen zu lassen. Ich möchte zum anderen Punkt noch erst was sagen. Zur sinnerhaltenden Elementarisierung. Damit ist hier gemeint, wenn ich, es ist ja... Trotzdem häufig so, dass komplexe Techniken, die sich dann ausgeformt haben, häufig vereinfacht werden müssen, um sie zu lernen. Also ich kann die ja nicht einfach so. Auch ein Clear wird man irgendwie erleichtern müssen. Das Schwingen im Flug bergab, das muss man irgendwie erleichtern. Das werde ich mit so einem 1,50 Meter Ski auf einem steilen Berghang nicht sofort können. Sondern irgendwie muss dieses Lernsetting erleichtert werden. Hier ist aber dann der Ansatz: Es kann nur in der Form erleichtert werden, dass aber dieses zentrale Problem, das nennt sich dann in diesen Ansätzen, wird davon so einem semantischen Kern gesprochen, so wird das hier benannt, der muss erhalten bleiben. Also es muss erhalten bleiben, dass ich schneller werde, zum Beispiel mich der Falllinie nähere, also da, wo der Hang am steilsten ist, ist die Falllinie, sobald ich mich dem nähere mit Skiern, werde ich schnell.
Und das ist ein Problem. Das ist das Problem. Wie kriege ich denn die Geschwindigkeit kontrolliert? Und das muss gleich bleiben. Dann komme ich jetzt nämlich sofort zum nächsten. Also ich denke, das sind so Aspekte für den Sinn der Erfahrungsorientierung. Dann komme ich jetzt nochmal zum metaphorischen Lernen. Das metaphorische Lernen sieht dann so aus. Da geht es um das Adressieren stimmiger Bewegungsvorstellungen. Und dazu werden häufig Metaphern verwendet in diesem Ansatz. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal einen Lernschwamm mitgebracht. Das nennt sich dann von den Autorinnen häufig Lernschwamm genannt. Und das sind jetzt die ganz konkreten Aufgaben. Die oberste Aufgabe, na, ich lasse mal eins laufen. Ich zeige Ihnen mal jetzt nochmal ein Kurzvideo, wo genau das passiert. Also das ist hier ist ein Schüler, der hat noch, ist hochgradig sehbehindert, der hat noch ein bisschen Sehrest. Und das hier, das linke Guide, ist eine Sportstudentin, die da mitfällt. Und so sieht dann der Unterricht aus. So, jetzt neue Aufgabe. Und zwar stellst du dir vor, es gibt den Zirkus. So Leute, kennst du die Übung? Ja. Genau, die fahren auf so ein Mini-Motorrad, das ist wie so ein Kindermotorrad. Das heißt, das ist hier unten zwischen deinen Knien. Da ist ungefähr so der Tank vom Motorrad. Und du musst diesen Tank festhalten mit deinen Knien. Allerdings darf der nicht zerquetscht werden, nicht zerbeult werden. Ist auch wichtig. Das heißt, nicht zerbeulen mit den Knien. Und du lenkst auch mit deinen Knien, indem du den Tank und das ganze Motorrad nach rechts und nach links bewegst. Okay. Sehr gerne. Und die Hände bleiben. Genau, du kannst so, wie als hättest du einen Joystick in der Hand. Okay. Genau, den du halt festhalten willst. Kannst auch ruhig eine Faust machen. Genau. Das wäre jetzt so eine typische Aufgabe und jetzt sage ich, das wäre auch hier, was man hier sieht und was darin adressiert wird, ist die Körperstellung und dass man eine gewisse Kurvenlage braucht. Ne? Also genau diese Dinge, die es gibt Fliehkräfte, die mich aus der Kurve raustragen, den kann ich wie beim Motorradfahren eigentlich auch nur wieder stehen, wenn ich mich wieder inlege, beim Fahrradfahren auch, sonst klappt das nicht. Ich kann nicht aufrecht in so einer Kurve fahren, das wird nicht funktionieren. Es gibt bestimmte biomechanische Bedingungen, die muss ich herstellen und die werde ich da keine Kurve fahren. Die sind auch erstmal subjektunabhängig, also zumindest von der Intentionalität des Subjekts abhängig, von dem Gewicht und sowas des Subjekts ist es schon abhängig. Aber erstmal davon unabhängig, wer jetzt da agiert, mit welcher Intentionalität. Das sind physikalische Gesetzmäßigkeiten. Und so ist das auch hier zu verstehen. Da möchte ich einmal hier auf die erste Aufgabe, das ist so auch gedacht, dass das so eine Abfolge von Aufgaben ist. Und die erste Aufgabe wäre, lass dich in den Schuhen hängen und schaue, ob noch eine Kneipe offen hat. So fangen wir in diesem Konzept mit den Schülerinnen an. Das heißt, die laufen von sich aus diesen Hang hoch, so, ne, seitlich, dass sie nicht wegrutschen können. Und dann stehen hier diese Kurzschieren, das haben Sie auch gesehen. Die werden Bigfoots übrigens, das sind so ganz Kurzschieren. Die werden gemacht, weil sich so ein Bigfoot viel leichter steuern lässt als ein langer Schien. Also die Materialbedingungen werden da vereinfacht. Dann ist die Piste, haben Sie auch gesehen, die ist ja recht flach. Wenn jemand von Ihnen schief wird, werden Sie das nicht als Skipiste wahrscheinlich wahrnehmen, wenn Sie da draufstehen. Das ist ganz flach. Und es geht hinten wieder hoch. So, dann ist die erste Aufgabe, so häng ich mal da rein. So, und jetzt schaust du mal nach rechts und nach links. Und in dieser Aufgabe sind halt gewisse motorische, biomechanische Dinge mit transportiert. Nämlich, sobald ich nach rechts schaue, passiert was? Ja, wenn ich nach rechts schaue, ne, wird auch die häufige Schulterachse müssen mitgenommen werden. Und dadurch verdrehe ich den Körper und komme typischerweise auf so leichte Kantwinkel. Und sobald man so ein Bigfoot oder so ein bisschen kantet, fährt er in die Kurve. Und typischerweise gibt es dann wenn man danach mit den Schülern spricht, was passiert, dann sagen die, boah, ich bin nach rechts gefahren, als ich rechts geschaut habe. Und um solche Momente geht es, dass die zu gewissen Handlungen, die sie ausführen, auf einmal Effekte koppeln können. Also wenn ich das mache, fahre ich nach rechts. Wenn ich aus der Links schaue, fahre ich nach links. Und das ist ein anderer Zugang, als zu sagen, wir wollen jetzt nach rechts fahren und dazu gibt es eine Technik, die sieht so aus, ich mache die jetzt mal vor, ich zeige dir jetzt mal und du machst mir die nach. Das wäre so, das geht ja in das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du da dran so bist. Ne?
dass über gewisse Aktions-Effekt-Kopplungen Dinge provoziert werden, die sich dann einstellen. Genau. Vielleicht bis dahin erstmal bis zu dieser Stelle. Es sind ja noch viele andere Beispiele, über die man sich auch nochmal im Detail dann sozusagen austauschen könnte. Aber das wäre jetzt, um den Bogen zu schließen, diese beiden Tools, würde ich es mal nennen, die in der Fachdidaktik Sport diskutiert werden, um unter diesen spezifischen Bedingungen trotzdem motorische Fertigkeiten zu vermitteln. Das eine ist eine Erfahrungs- und Sinnorientierung. Das muss gekoppelt werden daran, dass das eine Lösung für ein Problem ist. Und dieses Problem müssen die Kids verstanden haben. Und dass das eine Lösung ist, müssen die erfahren können. Und das zweite ist, dass man mit metaphorischen Tools arbeitet, die nochmal anders gelagert sind, weil da stelle ich erstmal Aufgaben, die mehr oder weniger absurd manchmal klingen, aber in dem Ausführen auf einmal dann Dinge drin sind, die Effekte erzeugen und schieben. Also, hups, ich bin ja schneller geworden, die Kurve wurde enger, oder. Und dann das Nachdenken, ah, ach so, wenn ich hier mehr Druck gebe, bedeutet das engere Kurve zum Beispiel. Gut, bis dahin erstmal. Vielen Dank Vielen Dank. erstmal. Prima. Danke. Ich danke.